Nomad, Mensch Frank von der Insel Fanö und ich gemeinsam mit unseren drei Hunden befinden uns heute hier in den Ausläufern des Westerwaldes. Vor uns liegt das sogenannte Buchhellertal, am Ende die Ortschaft Burbach. Und dieses Buchhellertal ist Naturschutzgebiet, Landschaftsschutzgebiet. Es fließt ein Bach durch, ist auch historisches Gelände. Hier war mal eine Eisenerzgrube. Und hier kann man schon mal einen interessanten, spannenden Tag verbringen. Und das haben wir genau heute hier vor. Haiger ist an der Grenze Hessen-Rhein-Nordrhein-Westfalen. Mit drei Hunden in meinem kleinen Dacia Duster funktioniert sogar ganz gut. Die Hunde ertragen sich so gegenseitig. Bell sitzt vorne bei Frank zwischen den Beinen. So kann es keine Karambolagen geben zwischen den Hunden. Ich verrate nicht, wo wir hier sind, aber ich bin schon der Meinung, dass wir hier in einer extrem geilen Landschaft sind. Und ja, in dieser geilen Landschaft lebt meine Schwester. Und die findet es auch klasse, wenn diese Landschaft so einsam und ruhig bleibt. Und deswegen halte ich mal ganz schön die Klappe, wo genau ich hier eigentlich bin. Aber es ist schon seit vielen Jahrzehnten einer meiner Lieblingsgegenden in meiner Heimat. Ja, die Fotodioden sind wieder unterwegs, ne? Thank you.
Als ich schon vor einigen Jahren den Entschluss fasste, den Rest meiner Tage auf dem Planeten Erde nach meiner Pensionierung als Lehrer etwas anders zu gestalten wie die 40 Jahre zuvor, nämlich back to the roots zu gehen, zurück zu meinen persönlichen Ursprüngen, da hatte ich Bilder im Kopf, wie ich sie hier in diesem Videoclip zeige. Bilder meiner Heimat, Bilder einer Landschaft, in der ich bis zu meinem 18. Lebensjahr aufgewachsen bin und Bilder einer Wald- und Mittelgebirgslandschaft, die mich mitgeprägt hat und die auch dafür gesorgt hat, dass ich in meinem Leben immer eine Verbindung zur Natur hatte, dass ich eher ein Landmensch, ein Waldmensch als ein Stadtmensch wurde. Und dass es für mich persönlich auch heute von sehr hohem Wert ist, hier in diesen Wäldern meiner Heimat wieder rumzulaufen, rumzustrolchen, wie in meiner Kindheit und Jugend.
Also, back to the roots, zurück zu einer Art der Lebensgestaltung, wie ich sie schon als Kind, als Jugendlicher geliebt habe und die dann doch im Laufe vieler Jahrzehnte ein wenig geschmälert wurde. Gestorben ist diese Haltung und diese Naturbeziehung von mir jedoch nie.